Hey, willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Ich bin aber nicht alleine, denn ich habe den Gene dazu geholt. Moin moin Leute. Schön, dass du dabei bist. Und heute geht es wohl um das spannendste Foldable auf dem Markt. Und zwar um das Honor Magic V2. Oh, ja. Haben wir uns die letzte Zeit im Alltag angeschaut und wir sind wirklich sehr begeistert. Ne? Ja, absolut. Also, was es alles so zu bieten hat und wie es sich im Alltag geschlagen hat, das erfahrt ihr natürlich in diesem Video. Let's go. Auf dem Kanal habe ich mir bereits in der Vergangenheit schon einige Foldables angeschaut. Unter anderem auch das Fold 5 von Samsung. Auch ein schönes Smartphone. Allerdings, ich finde, das Außendisplay ist einfach zu lang gezogen, weswegen es in der Benutzung einfach nicht so, ja, klasse ist. Das Google Fold, auch ein cooles Smartphone. Man hat dicke Displayränder. Das Foldable ist sehr breit gehalten. Komisches Format so. Genau, ja. Und jetzt haben wir uns das Magic V2 angeschaut von Honor. Und das hat wirklich ein schönes Design, einen schönen Formfaktor. Und es macht unglaublich viel Spaß, das zu benutzen. Wahrscheinlich ist eins der heftigsten Highlights bei dem Magic V2 die Maßangabe, also die Dünnheit des Geräts. Es ist wirklich unglaublich. Zusammengefaltet liegt das bei unter 10 mm, ist also eigentlich genauso dick bzw. dünn wie jedes andere Flaggschiff-Smartphone auf dem Markt aktuell. Aufgefaltet ist es aber noch viel beeindruckender. Wir kommen hier auf 4,7 mm. Und das ist wirklich unfassbar beeindruckend, gerade wenn ihr euch mal den USB-C-Anschluss auf der Unterseite anschaut, der ist komplett am Limit. Die Dinger, die können gar nicht mehr wirklich dünner werden, setzt sich auch beim Gewicht fort. Das wiegt gerade mal nur etwa um die 230 Gramm, was auch eigentlich genauso viel ist wie jedes andere Flaggschiff-Smartphone aktuell. Allgemein hat uns beiden, ich glaube, ich spreche dafür Jorma und mich, die Verarbeitung des Geräts auch sehr gut gefallen. Gerade bei Foldable-Geräten könnte das ja so ein bisschen problematisch sein. Die wirken oftmals auch sehr, ja, einfach nicht so robust und so. Aber das ist bei dem Magic V2 gar nicht so. Der Faltmechanismus ist richtig gut, sehr präzise. Ihr könnt mit der Kunstlederrückseite auch einfach euer Handy mal gerne aufs Display rauflegen, weil es genauso schön aussieht wie von vorne. Und wenn ihr es noch edler haben wollt, könnt ihr euch sogar das Magic V2 im Porsche-Design jetzt holen. Und das ist nochmal eine ganz andere Liga. Also das sieht sehr beeindruckend aus, inspiriert am 911er. Schaut es euch mal an, das ist wirklich heftig. Dann geht es aber auch schon direkt weiter mit dem Thema Display. Und ja, hier haben wir ja auch direkt mehrere, auf die wir uns konzentrieren können. Starten wir mit dem Außendisplay. Das ist ein 20:9 OLED-Display, misst 6,43 Zoll und hat eine Auflösung von 2376x1060 Pixel und bis zu 120 Hertz Bildwiederholrate. Dazu eine Helligkeit von bis zu 2500 Nits. Das wird also super, super hell. Klappt man das Smartphone nun auf, dann kommt hier das 7,92 Zoll große faltbare OLED-Display mit einem Verhältnis von 9,78:9 zum Vorschein. Ebenfalls bis zu 120 Hertz und wir haben hier eine Helligkeit von maximal 1600 Nits. Ist also so ein bisschen dunkler, aber man kann es natürlich auch trotzdem wie gewohnt im Alltag benutzen. Und beide Displays haben uns wirklich richtig gut gefallen. Ich finde auch, wie gesagt, den Formfaktor des Außendisplays richtig gut. Ist wie ein, ja, normal herkömmliches Smartphone-Display von den Abmessungen her. Man kann es richtig gut bedienen und falls man dann doch mal vielleicht ein Video schauen möchte, einen Text irgendwie lesen möchte und so weiter, halt ein größeres Display benötigt, dann kann man das Smartphone einfach aufklappen und hat halt viel mehr Displayfläche. Ich muss auch noch dazu sagen, ich hatte es auch schon in meinem Video gesagt, aber ich wollte es auch einfach nochmal bei Jorma ansprechen. Was mir unglaublich gut bei dem Gerät gefällt, ist eben die Tatsache, dass ihr, wie es Jorma ja gerade schon erwähnt hattet, im zusammengeklappten Zustand ein komplett normales Smartphone habt, was nicht irgendwie unnötig dicker ist oder sonst was. Man vergisst teilweise im Alltag sogar, dass man ein Foldable-Gerät benutzt und dann fällt einem so ein, ey, ich kann das Ding ja aufklappen und kann dann alle wichtigen Sachen, die ich lieber auf einem größeren Display machen möchte, easy einfach auf dem aufgeklappten Display machen. Und das ist ein sehr, sehr krasses Feature, was ich auch so in der Vergangenheit bisher noch nie gesehen habe. Genau, und ich muss auch dazu sagen, fast alle Apps sind auch fürs größere Display optimiert, sodass man halt einfach davon auch profitiert, dass man das größere Display hat. Es gibt aber trotzdem immer noch ein paar Apps, wo man dann links und rechts halt Ränder hat, die einfach noch nicht optimiert sind. Ich hoffe, da tut sich noch was, aber ansonsten hat uns das echt gut gefallen. Wir haben auf der Rückseite eine Triple Camera mit einer 50 Megapixel Hauptkamera, ebenfalls einer 50 Megapixel Ultraweitwinkelkamera und einer 20 Megapixel Telekamera, die euch dann 2,5-fachen optischen Zoom erlaubt. Ich blende euch an dieser Stelle einfach mal ein paar Beispielfotos ein, die ich mit dem Smartphone aufgenommen habe. Und natürlich, ihr kennt es, alle Bilder sind nicht nachbearbeitet, sondern kommen so aus der Kamera des Smartphones. Es ist auf jeden Fall eine wirklich gute Alltagskamera, müssen wir sagen. Auch von den Farben her, die sind schön.
schön natürlich gehalten und auch von den Details könnte es vielleicht so ein bisschen kräftiger noch sein, aber all in all muss ich sagen, hat uns das echt gut gefallen und ihr seht hier auch verschiedene Situationen, die ich mit dem Smartphone fotografiert habe. Mal war es ein bisschen dunkler, mal ein bisschen heller und ich habe auch die verschiedenen Linsen benutzt, sodass man sich natürlich einen bestmöglichen Eindruck von der Kameraqualität machen kann. Dazu gibt es noch eine 16 Megapixel Frontkamera für die Selfies auf Social Media oder wenn man mal vielleicht eine Videokonferenz hat, ist es auf jeden Fall auch mehr als ausreichend. Auch hardwaremäßig kommt bei dem Magic V2 nur das Beste vom Besten, was ihr aktuell kriegen könnt, zum Einsatz. Wir haben hier einen Snapdragon 8 der zweiten Generation, der ja sowieso dafür steht, extrem effizient zu sein, dabei aber eben auch super viel Performance bieten zu können. Wir haben 16 GB RAM, was ebenfalls eine ordentliche Ansage ist, und 512 GB Speicher. Daraus resultiert einfach ein extrem schnelles und smoothes Smartphone in der Bedienung. Ihr habt keine Ruckler oder ähnliches. Wir haben übrigens auch UFS 4.0 Speicher bei den 512 GB, also sehr schnellen Speicher. Es ist einfach ein komplett schönes Gesamtpaket, was ihr da benutzen könnt. Es gibt aber rein von der Oberfläche her so kleine Sachen, die wir leider bemängeln müssen. Genau, und da kommen wir auch zum nächsten Thema, Software. Und zwar läuft das Smartphone auf macOS 7.2. Das basiert allerdings noch auf Android 13. Mittlerweile gibt es ja auch schon Android 14. Also im Großen und Ganzen kann man das Smartphone gut benutzen. Wir haben auch eine schön cleane Oberfläche, die erinnert sehr stark an iOS, muss ich dazu sagen. Manchmal sorgt das auch dafür, dass es so ein bisschen ein Mischmasch ist zwischen dem Android-Design und diesem flachen iOS-Design, sage ich jetzt einfach mal so. Und das sorgt einfach dafür, dass man verschiedene Design-Elemente zum einen hat. Ich finde, da könnte sich softwareseitig noch so ein bisschen was tun. Nichtsdestotrotz, das Smartphone läuft auf jeden Fall zuverlässig im Alltag und lässt sich auch hier angenehm bedienen. Eine Sache bezüglich der Software noch, und zwar bekommen wir hier laut Honor 3 Jahre Software- und Security-Updates. Das ist okay, aber es ist jetzt nicht optimal. Also Samsung oder auch andere Hersteller bieten mittlerweile schon bis zu 7 Jahre an, was natürlich deutlich mehr ist. Ja. Ein weiterer Punkt, der übrigens revolutionär seitens Honor ist, ist auch der Akku und auch die dazugehörige Akkulaufzeit, kann man sagen. Wir haben nämlich in dem Gerät einen 5000 mAh Dual-Akku eingebaut. Das ist übrigens der dünnste Dual-Akku der Welt mit 2, irgendwas Millimeter. Er ist extrem dünn. Also es ist wirklich heftig, was Honor in dieses Gerät einbauen konnte. Und selbstverständlich resultiert daraus eine sehr gute Akkulaufzeit, die bei gemischter Displaynutzung easy einen Tag durchreicht, wahrscheinlich eher sogar anderthalb Tage. Kommt natürlich auch darauf an, ob ihr damit zockt oder nur Videos schaut oder was auch immer. Aber es ist alles in allem eine unfassbar gute Akkulaufzeit für ein Foldable-Gerät. Habe ich und Jorma, glaube ich, auch so bisher noch nicht bei einem Foldable gesehen. Wenn es dann doch mal leer ist, könnt ihr natürlich aufladen. Das Ganze funktioniert dann mit 66 Watt Schnellladefunktion. Wireless-Charging gibt es allerdings nicht. Finde ich, kann man aber drüber hinwegschauen, weil einerseits muss man überlegen, wie soll das da noch reinpassen in so ein dünnes Gerät. Und andererseits, ich persönlich nutze Wireless-Charging jetzt eh nicht so oft. Das ist auch nur mal ein bisschen langsamer. Dann lieber kurz ans Kabel ranstecken und dann ist das Ding auch in ein paar Minuten direkt wieder nutzbar voller. Genau, und damit sind wir jetzt auch schon wieder beim Fazit des Videos angekommen. Und all in all muss ich sagen, uns hat das Smartphone richtig viel Spaß im Alltag gemacht. Ja. Es ist für uns einfach das aktuell beste Foldable auf dem Markt, gerade auch vom Formfaktor, dann vom Design natürlich und auch wie unfassbar dünn einfach dieses Smartphone ist. Es ist immer wieder beeindruckend, wenn man es in die Hand nimmt. Auch von der Verarbeitung hat es mir richtig gut gefallen. Dazu bekommt man eine solide Alltagskamera, eine Top-Performance und eine gute Akkulaufzeit. Software ist okay, könnte vielleicht noch so ein bisschen verbessert werden, aber all in all muss ich sagen, ist es ein tolles Smartphone, kostet allerdings auch ein gutes Stück Geld mit 2.000 €, muss man sich natürlich immer gut überlegen, ob einem das Ganze das wert ist. Ich denke, der Preis wird sich noch so ein bisschen anpassen über nächste Zeit, aber ich muss sagen, oder du auch? Auf jeden Fall. Es hat uns echt gut gefallen. Ja, auf jeden Fall. Und damit sind wir nun am Ende des Videos angekommen. Vielen Dank, dass du dabei warst. Danke, dass Schaut unbedingt bei Gene auch nochmal vorbei auf dem Channel. Sind natürlich alle verlinkt, die ganzen Infos dazu. Und damit sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao.